Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder euer Apoc und ja, ich bin nicht weg vom Planeten, ich bin immer noch da und jetzt muss ich gerade mal rülpsen, aber das passiert halt. Ja, ihr fragt euch natürlich, ja, genau, habe ich mich auch gefragt. So, das Ding ist, wo war ich? Ich war weg. Jetzt bin ich wieder da. Das ist schön, oder? Ja. Oh, ich kann reimen, das ist noch viel besser. Ja, also, folgendes. Jenoch Kaspert, ihr fragt euch natürlich, warum passiert hier ewig nichts? Ja, es passiert ewig nichts, weil erstens ist Winter, zweitens gab es natürlich eine Real-Life-Umstellung bei mir, drittens habe ich mich über einige neue Projekte informiert, die mich interessieren. Unter anderem Gaming-Videos. Ja, ihr werdet sagen, ha, wie, ja, jetzt macht Christi auch so einen LP-Scheiß und monetarisiert seinen Kanal und bettelt um Hits und bettelt um Geld und nimmt sich keine Zeit mehr für die Spiele. Nein, Kinder, nein. Ich werde nicht zu einem dieser großen YouTuber. Ich will es auch gar nicht werden. Ich brauche kein Netzwerk. Ich will kein Geld von euch. Ich will keine. Es geht nicht um Hits, um Abos. Es geht einfach nur ums Spiel. Es geht darum, Chris spielt, nimmt es auf, lädt es hoch, ihr guckt es euch an. Ganz einfach. Das Ganze ist als zusätzlicher Punkt in meinem Kanal geplant. Das bedeutet nicht, dass ihr den normalen Content, den ihr sonst kennt, verlieren werdet. Nein, wir werden weiterhin über FPV-relevante Themen sprechen. Wir werden weiterhin über Modellbau, über Elektronik und How-Tos reden. Und die werden jetzt auch in Zukunft vermehrt noch wieder kommen, weil ich jetzt auch wieder mehr Zeit habe, das Ganze zu machen. Ja, ich habe rechts von mir einen neuen wassergekühlten Computer stehen. Ich habe links von mir meinen G27 stehen. Das heißt, wir sind bereit für alle Spiele wie Assetto Corsa, Farming Simulator 15, Euro Truck Simulator. Wir sind bereit für Fallout 4, für Far Cry Primal, für The Division, für all diese Spiele, die man halt so spielt. Diablo 3 natürlich darf nicht fehlen. Da haben wir sehr viel gespielt in den letzten Jahren und haben auch sehr viel gestreamt. Was ich rede immer in der Wir-Form. Ich, nicht wir. Außer wir sind zwei, aber ich glaube, Schizo bin ich noch nicht. Also. Ihr habt natürlich auch schon einiges an Diablo 3 gestreamt bei twitch.tv/fellpower. Kleiner Hinweis, wenn ihr mal vorbeigucken wollt, ihr müsst nicht abonnieren, ihr müsst nicht bezahlen, müsst ihr alles nicht. Wenn ihr natürlich 5000 Viewer-Bots habt, die ihr mal kurz in meinen Kanal stecken könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Nein, war ein Spaß. Also, twitch.tv/fellpower. Könnt ihr mir auch zuschauen, wenn ich streame und ihr könnt mich natürlich dort abonnieren, um zu wissen, dass ich streame. Ja, es wird kein Facebook geben, es wird kein Twitter geben, brauchen wir alles nicht. Das ist alles Sachen, ohne die ich schon seit 25 Jahren im Internet tätig bin, die ich auch weiterhin nicht brauchen werde. Wenn ihr Interesse habt an meinem Kanal, dann werdet ihr schon gucken, ob ich da bin, was hochlade oder ob ich live bin. Ja, also wie gesagt, kann ich nur die Adressen sagen, twitch.tv/flipper. Und natürlich wird es hier weiterhin die bekannten Videos geben, zusätzlich dann jetzt die Gaming-Videos. Wie gesagt, erwartet keine super duper YouTuber, ich bin der geilste Qualität. Nein, es wird genau so sein, wie es ist. Es wird eine Facecam geben, es wird die Spiele in 60 FPS geben und wir werden dann einfach zocken und das wird einfach nichts geschönt, es wird nichts gecuttet, es wird keine super geilen Intros geben oder irgendwelche Hinweise auf bitte abonnieren, bitte Kohle verdienen, bitte ich bin die billigste Werbe. Figur der Erde, weil ich MMOGA-Links drin habe und weil ich noch einen Shop habe und eine Webseite und lalala, wird es nicht geben. Nein, wird es nicht geben. Es geht nicht ums Geld verdienen, dafür habe ich meinen Job. Es geht einfach um den Spaß daran, euch an meinen Gaming-Sessions teilhaben zu lassen, denn es passieren durchaus witzige Sachen. Auch gerade bei Diablo 3 spielen wir ja sehr viel mit vielen Leuten, ganz oft auch im Teamspeak. Und ja, ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Es geht nicht ums Geld verdienen. Mein Kanal wird nicht monetarisiert werden. Es wird weiterhin alles so bleiben wie bisher. Nur, dass es jetzt in Zukunft Gaming-Videos noch gibt. Ja, also das ist mal der Hinweis. Und sicherlich fragt ihr euch, warum hast du denn nicht nur einen Kanal gemacht? Fellpower LP? Wäre ja sinnvoll, sich so zu nennen, weil das machen ja viele, sich Herr Müller LP, Maximus LP und jeder hascht nach Abos, nach weiß ich nicht was und nee, brauchen wir nicht. Ich lade einfach hoch, ihr guckt es an oder ihr guckt es nicht an. Ja, so einfach ist das. Ja, also. Gut, der Sommer kommt. Wir werden natürlich FPV-relevante Themen, wie zum Beispiel das HD-FPV, behandeln. Es wird Flug- und Testvideos geben. Es wird Reviews geben über Dinge, die ich so im FPV-Thema da zur Hand habe. Ich habe ja schon einiges an Hardware da, habe auch schon ein bisschen was getestet. Also, wir werden da auf jeden Fall noch einige Videos sehen.
Ich werde mir denen jetzt auch mal einen kleinen Arbeitsplatz einrichten, wo ich dann das Ganze auch ein bisschen besser filmen kann, dass ihr eine gute Filmqualität habt, dass ihr quasi alles seht, was ihr sehen müsst. Ich werde aber auch kein Flight-Test oder was auch immer Level erreichen wollen, damit das, darum geht es nicht, es bleibt, soll weiterhin in der Form bleiben, wie es ist. Chaotisch, durcheinander und echt. Ja? Nicht gesponsert, nicht bezahlt, nicht nach Geld betteln, wie es alle YouTuber so machen. Darum geht es nicht. Ne? Also ihr wisst Bescheid. Ja, vielleicht werden wir noch ein bisschen über meinen Computer reden. Das hat ja auch einige Leute interessiert bei Twitch. Die haben dann gesehen, dass ich da neue Daten eingetragen habe über meinen Computer und haben ein paar Fragen gestellt, was ich da so habe, wie das aussieht, wie ich das verbaut habe und so weiter und so fort. Da können wir ja doch mal drüber reden. Ja, und so soll es dann hier weitergehen. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Und ihr wisst, ihr könnt mir einen Daumen da lassen. Das habe ich früher in meinen Videos auch gesagt. Ist eigentlich, müsst ihr nicht, könnt ihr, ja. Gut, im nächsten Video sollte ich vielleicht meine Nasenhaare schneiden, das werde ich dann vielleicht mal machen. Aber das nächste Video ist ein Let's Play, da bin ich dann so klein als Kamerabild da, oben irgendwo in der Ecke. Und dann ist das, spielt das keine Rolle mehr. Dann seht ihr meine Nasenhaare sowieso nicht mehr. Gut, alles klar. Das war's zur Information, was hier passiert. Und ich, ja, ich bin noch da und es geht weiter. Und freut euch auf den neuen Content und auf die neue Qualität hier in diesem Kanal. Das ist so geil, das sind so diese Standard-YouTuber-Sprüche. Nee, also lassen wir das Ganze. Ja? Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr zuschaut und ja, wir sehen uns dann beim ersten oder nächsten Video. Das, keine Ahnung, ob das schon ein Let's Play sein wird oder ob ich dann über meinen Computer was schreiben werde oder was auch immer. Ja, wir werden sehen. Also, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.